Zack. Ja, hier ist der Matt mit einem Exklusivbericht für Carnicon. Und hier ist er, unser Pete. Wir machen heute mal richtig erotik, ne? Geschwungene Kurven, süßer Body, ganz griffig. Nein, Pete, ganz, ganz cool. Okay. Es geht um den Body. Ne? Was verwendet denn der Admin von Carnicon? Da ist er, der Pete. So, wenn er privat fotografiert, hast du mal einen Tipp? Warum? Wieso? Weshalb? Datenblätter können wir selber lesen. Aber was hast du für ein Equipment am Start? Und wieso eigentlich so emotional und so? Ja, das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Das ist eine EOS 5D. Immer noch das alte Modell, nicht die Mark II. Aus Gründen der Zuverlässigkeit. Ich finde sie nach wie vor ist ein teuer Begleiter. Hat viele, viele zigtausende von Bildern gemacht für mich. Absolut ausreichend für mich. Ich brauche die Megapixel-Waren an der Stelle nicht. Ich drehe keine Filme damit und verwende sie immer wieder gerne. Natürlich eine Vollformatkamera. Ich bin im Architekturbereich umtriebig. Möchte zunehmend eben auch mehr in den Porträtbereich wechseln. Da wird der Carsten ein Lied von singen können. Da sitzt zurzeit ein 1740 drauf. Ja, wundervolle Linse. Meines Erachtens nach die Linse mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis von Canon. Und was machst du damit? Also, ganz blöde Frage, aber für die, die nicht dabei sind, so ewig und mal einen Tipp brauchen, was macht man mit so einer 1724? Ja, absolut Weitwinkel. Ja, wie gesagt, Weitwinkel, 4-0er Öffnungslinse und ist dementsprechend auch im Weitwinkelbereich gut unterwegs. Dazu habe ich hier noch den Klassiker eigentlich in dem Bereich des 2470. 24 mm, auch ein schönes Weitwinkel, geht eben bis 70 mm hoch, hat genügend Brennweite eben, um auch ein paar Porträts beziehungsweise vom Weitwinkel bis zum Porträt eben einiges machen zu können. Hört sich an wie so eine Always-On-Linse, irgendwas, was man immer mit dabei haben muss. Also wer jetzt einen Tipp braucht, eine gute, zuverlässige Linse, dann ist das, wäre eine Möglichkeit, im Preis-Leistungs-Verhältnis alles dabei zu haben. Ja, obwohl die schon ein bisschen teurer ist hier, lohnt sich. Ja. Mhm. Dann habe ich hier noch ein schönes Schmuckstück, der Dennis wird die Linse wiedererkennen. Das Stückchen für Dennis jetzt Einglas, für mich ein wundervolles Stück. Das ist ein Makroobjektiv, 150 mm, 2,8er Offenblende. Ich möchte zunehmend ein bisschen in die Makrofotografie einsteigen, habe ich bisher noch nicht geschafft, aber ist auch wundervoll dafür geeignet, um ein paar Porträts zu machen. Ja Mensch, das ist ja cool. Ja, das soll es eigentlich schon ganz kurz gewesen sein. Nur ein ganz kurzer Blick in Pietes Fototasche, drei Objektive. Das behalten nämlich alles. Ja, das machen wir nächste Mal. Aber es sieht aus, als wenn es das ist, was du immer dabei hast. Ein ordentlicher Rucksack noch, der das alles gut verpackt. Was fährst du denn da für eine Technik? Den Rucksack meinst du? Mhm. Ja, Lowe Pro. Stabil, leicht. Gut. Also einfach, das ist das, was er immer dabei hat. Wenn ihr also demnächst geblitzdingst werdet von Pete, ist es sehr wahrscheinlich, dass er das dabei hat. Sieht gut tragbar aus, zuverlässig eingepackt, solider Body, drei richtig solide Gläser, solider Mann, cooler Pete. Danke für die Zeilen. Sehr gerne, Matt.